Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Ich muss das Video jetzt nochmal machen. Ich habe es zwar super erklärt, das einzige Problem dabei war, ich habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Traurig. Aber jetzt rennt die Aufnahme. Okay, ich mache das Video wegen einem Tottenham-Fan. Der hat mich gefragt, ob ich einmal ein Video dazu machen kann, was mir die Therapie geholfen hat. Ich war ja am 18. Jänner habe ich gestartet mit der Therapie, da war ich dann ungefähr 7 Wochen und jo, mir hat es in vielen Hinsichten geholfen, weil zum Beispiel ich habe meine Stärken und Schwächen endlich herausfinden können, was 2020 noch nicht möglich war. Das habe ich schon probiert, dass ich mich selber mit mir beschäftige und das rausfinde, aber in der Phase habe ich es einfach noch nicht können. Dazu hat es mir gezeigt, die Therapie, ganz besonders durch den Kontakt zu anderen Patienten, dass ich selbstbewusst bin. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Und ja, das ist ganz nice, wenn man das herausfindet. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit, ich war wirklich einmal nicht selbstbewusst Anfang 2020 nach dem letzten Schub. Aber jetzt bin ich eigentlich schon wieder mehr selbstbewusst. Und es wird auch immer besser. Und ich habe sehr viele Pläne und Projekte. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, die Therapie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder ob ich das im vorigen Versuch gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich die Therapie eh schon erklärt in einem anderen Video. Also Stärken, Schwächen hat es mir geholfen, dass ich das herausfinde. Dann ist mir wirklich aufgefallen, dass ich sozialen Kontakt brauche. Mit sozialen Kontakt, mit Freunden kann man sich sogar noch besser reflektieren. Also man braucht Menschen, ich meine Tiere sind auch super, aber die reden halt nicht mit einem, aber die verstehen einen auch. Aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Auf jeden Fall, ja, ich habe viel mitnehmen können. Ich will es eigentlich genau beschreiben, aber ja, das war für mich was das Wichtigste eigentlich, dass ich weiß, dass ich selbstbewusst bin, dass ich wieder gestärkt bin. Und ja, ich habe Skills gelernt und Achtsamkeitsübungen habe ich auch gelernt, wie man sich zum Beispiel mit Atmen beruhigt, aber das habe ich schon vorher gewusst. Also. Ich habe nicht sehr viel Neues gelernt, ich habe nur alte Sachen wieder anwenden können. Und das war die wichtigste Erkenntnis, die ich jemals gehabt habe im Mauer, ist, dass ich ein sehr soziales Wesen bin und andere Menschen brauche. Ich brauche Freundschaften, ich brauche Gespräche. Ich will fortgehen, ich will Abenteuer erleben und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das auch Thema zum Video ist. Sorry, wenn es heute ein bisschen mehr ist. Aber ich habe es probiert, Tottenham-Fan. Mehr bringe ich gerade nicht raus. Sorry, Dude. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Und ich, wenn es wieder irgendwas, einmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder, so, oder irgendwelche Fragen habt. Therapie war nice, aber am nicesten war es eben wegen den sozialen Kontakten, weil ich vorher fast keine sozialen Kontakte mehr gehabt habe. Und ja, Freundschaft ist wichtig einfach. Und ja, alles gut. Naja, das war's mit mir irgendwie halt. Ich hoffe, es war nicht so schlecht, das Video. Auf jeden Fall haut da rein, liebe Leute, genießt die Woche, ich wünsche euch eine echt geile Woche und viel Spaß. Euer Wizard, peace out.